Wir befinden uns hier in der Thalecker Straße in Wendlingen. Wir wurden gegen 21.48 Uhr zum Lagerraumbrand beim Discounter in diese Straße alarmiert. Beim Eintreffen stand der Lagerraum in Vollbrand. Wir haben dann sofort begonnen, einen Innenangriff mit zwei Rohren zu starten und versucht, das Übergreifen auf den Verkaufsraum zu verhindern. Den Innenangriff mussten wir aufgrund der Brandausbreitung nach kurzer Zeit abbrechen. Da sich das Feuer in dem Gebäude unheimlich schnell ausgebreitet hat, haben wir beide Trupps, die im Innenangriff waren, zurückgezogen, weil einfach die Sicherheit der Kräfte in Gebäuden dieser Art dann nicht mehr gewährleistet ist. Gebäude von Discounter bestehen in der Regel aus Nagelbinderbauweise, was dazu führt, dass Dächer gegebenenfalls relativ schnell einstürzen können. Also auf der Rückseite kann ich es jetzt momentan noch schwer einschätzen, da ich mit der entsprechenden Abschnittsleiter noch nicht direkt gesprochen habe. Die Flammenbildung aus dem Gebäude war mehrere Meter hoch und die rückwärtige Bebauung liegt ca. 10 bis 15 Meter maximal vom Gebäude des Discounters entfernt. Die Schwierigkeit war eben die schnelle Brandausbreitung. Ganz in der Anfangsphase gab es auch etwas Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Wir hatten dann aber relativ zeitnah den Wassermeister der Stadt Wendlingen vor Ort, der dann eine Druckerhöhung veranlasst hat. Somit hat sich das dann entspannt. Aber wie gesagt, das Hauptproblem war die schnelle Brandausbreitung und dann in der Kürze der Zeit eben so viele Einsatzkräfte an die Einsatzstelle zu bringen. Ja, also es ist definitiv eine besondere Herausforderung. Ich meine, die Atemschutzgeräteträger sind natürlich während ihrem Einsatz geschützt. Aber speziell auch in der Einsatzleitung wird schon Wert darauf gelegt, hier die entsprechende Maske zu tragen. Ist zusätzlich mit Sicherheit zum gesamten Stress nochmal eine zusätzliche Belastung. Muss aber momentan eben sein, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Also zuerst im Messergebnisse habe ich bis jetzt noch keine Erkenntnisse. Es wurden Messungen im Ortsgebiet Wendlingen, aber auch in der anliegenden Gemeinde durchgeführt. Es wurde frühzeitig die Autobahnpolizei verständigt, um gegebenenfalls die Verkehrsteilnehmer warnen zu können. Was letztendlich an Messergebnissen entsteht, ist momentan noch nicht zu sagen. Also momentan sind ca. 117 Einsatzkräfte mit 28 Fahrzeugen, der Feuerwehr Wendlingen und aller umgebenden Feuerwehren im Einsatz. Also es war in den letzten Jahren mit Sicherheit jetzt der größte Brand in der Stadt Wendlingen, den wir hier hatten. Ist mit Sicherheit auch in der Kommune wie bei uns nicht alltäglich. Also sowas kommt maximal alle paar Jahre mal vor. Also wir werden jetzt eine kurze Lagebesprechung durchführen mit allen Abschnittsleitern, mit allen relevanten Personen und werden dann nach und nach versuchen, das Gebäude wohl teilweise einzureißen, um an Glutnester heranzukommen. Wir müssen dabei natürlich vorsichtig sein. Es ist jetzt keine Eile mehr geboten aus Sicht der Feuerwehr und was es jetzt gilt, ist Verletzungen unter den Feuerwehrkameraden zu vermeiden. Beim Eintreffen vom Rettungsdienst hat die Filiale bereits im Vollbrand gebrannt. Zwei Mitarbeiter, die noch mit Arbeiten in der Filiale beschäftigt waren, haben das Feuer entdeckt, einen Notruf abgesetzt und sind dann dem Rettungsdienst entgegengekommen, waren beide unverletzt. Die Lidl-Filiale grenzt direkt an Wohngebäude. Aufgrund der Wetterlage und dem umschlagenden Wind sind zum einen natürlich viele Schaulustige aus ihren Gebäuden rausgekommen. Deshalb sind wir mit zahlreichen Kräften hier vor Ort gewesen, um eben unter Umständen eingreifen zu können, wenn es mehrere Rauchgas- oder Leichtverletzte gibt. Die Notfallsorge war zur Betreuung der Mitarbeiter der Firma Lidl hier vor Ort, die schon sehr betroffen waren ob dem Ereignis, weil sie quasi unmittelbar vor Vollbrand noch im Gebäude waren. Verletzte gibt es eine Person aus einem angrenzenden Wohngebäude, die eben dann in einem aufziehenden Rauch stand. Die ist mit einer Rauchgasintoxikation in die Klinik verbracht worden. Vom Rettungsdienst und Roten Kreuz, den Bereitschaften aus Nürtingen und der SEG Kirchheim-Tech waren 38 Personen hier vor Ort mit 16 Fahrzeugen. Rettungsdienstlich waren 4 Fahrzeuge mit 11 Personen vor Ort. Sehr hilfreich war die Unterstützung der Seniorenresidenz hier im Hintergrund von mir, die sich sofort bereit erklärt haben, den Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss aufzuschließen und eben die 25 Personen aus der Nachbarschaft hier aufzunehmen bei kaltem, regnerischem Wetter. Also das hier ist der Einzelhandelsmarkt der Firma Lidl. Der hat heute Abend gebrannt in Wendlingen und ja, ist ein Vollbrand, wie man sieht, ist leider vom Gebäude auch nicht mehr viel übrig. Ist natürlich sehr bedauerlich. Das Gute daran ist, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Da sind wir sehr froh natürlich.
Und das haben wir unseren Feuerwehren, nicht nur in Wendlingen, sondern auch den umliegenden Gemeinden zu verdanken, die hier tatkräftig zusammengeholfen haben, dass zwar das Gebäude leider abgebrannt ist, aber eben drumherum den anderen Gebäuden nichts passiert ist und vor allem auch keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Das ist natürlich schon sehr wichtig für die Lebensmittelversorgung in der Stadt. Wir werden jetzt schon sehen müssen, wie die Versorgung weiter aufrechterhalten werden kann, aber das ist kein Problem, weil ja auch in angrenzenden Nachbarorten überall eine gute Versorgung besteht. Selbstverständlich, das wissen wir aber auch sonst, nicht nur, wenn solche schlimmen Ereignisse passieren, sondern das wissen wir auch sonst über das Jahr, was wir in unserer Feuerwehr haben. Und natürlich ist es jeden Cent wert, ganz klar. Ja, das Erste ist tatsächlich, dass hoffentlich keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Das ist immer das Allerwichtigste. Das ist auch das Erste, nachdem man sich dann erkundigt, wenn man hier ist. Und eben, dass die Nachbargebäude gut abgeschirmt sind, dass sie gut geschützt sind, dass das Feuer nicht übergreift auf die Nachbargebäude. Das ist immer das Wichtigste oder die zwei wichtigsten Fragen, die es zu beantworten gilt. Bei allem, ja, Sorge auch, natürlich, wenn so ein Gebäude abbrennt, ist es immer ein schlimmes Ereignis. Aber dann kommt es darauf an, den Schaden wenigstens zu begrenzen auf dieses Gebäude. Und das ist das Erste, was einem durch den Kopf geht, dass das hoffentlich der Fall war. Und Gott sei Dank war es ja dann auch so. Das müssen wir jetzt klären. Das ist das, was wir jetzt noch zu klären haben. Ob die alle wieder zurück können in ihre Häuser und ihre Wohnungen oder ob wir jemanden unterbringen müssen. Wenn das der Fall ist, dann machen wir das natürlich, ganz klar. Wenn sie wieder zurück können in die Häuser, dann werden sie das natürlich machen. Ja.